Julian Assange ist der Gründer der WikiLeaks-Plattform, eine Plattform, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Whistleblowern, die geheime Informationen, brisante Informationen, wichtige Informationen für die Öffentlichkeit zu veröffentlichen, dass diese geschützt auf so einer Plattform auch Informationen zur Verfügung stellen können. Er ist Publizist, er ist Journalist. Und aufgrund dessen, dass WikiLeaks sehr viele sehr brisante Informationen, zum Beispiel über US-amerikanische Kriegsverbrechen im Irak und Afghanistan veröffentlicht hat, sieht er sich nun politischer Verfolgung ausgesetzt. Die USA fordert jetzt die Auslieferung Assange, um ihn dort im Prozess zu machen. Was wird ihm denn überhaupt vorgeworfen? Ihm wird vorgeworfen, dass er im Rahmen der Veröffentlichung vor allem dieser Videos und Informationen zu Kriegsverbrechen im Irak und Afghanistan, dem Mitarbeiter des Militärs Manning, der ja mittlerweile auch verurteilt worden ist, die gemeinsam ein Passwort geknackt haben beim Zugang zu Pentagon-Dateien, um eben die Herkunft der Originalinformationen zu verwischen. Das ist aber natürlich im Rahmen, sag mal, der journalistischen Arbeit wichtig, dass es auch einen gewissen Quellenschutz gibt. Und er ist im Moment angeklagt unter dem sogenannten Begriff der Verschwörung. Man weiß aber nicht, ob es nicht auch noch andere geheime Anklagen gegen ihn gibt, denn die bisherige war ja auch schon geheim gehalten worden, die dann unter den Spionageakt fallen würde und deutlich höhere Strafen, lebenslänglich oder eventuell sogar die Todesstrafe bedeuten würde. Die Informationen, die Assange über die USA veröffentlicht hat, die hat er, wie Sie gerade schon gesagt haben, nicht ganz legal vielleicht erhalten, hat sich da reingehackt. Die USA hat aber auch Kriegsverbrechen begangen, was er eben aufgedeckt hat. Sind ja zweierlei Unrecht, mehr oder weniger. Kann man das miteinander aufwiegen? Ist da das eine mehr falsch als das andere? Also man muss erstmal richtigstellen, nicht Julian Assange hat jetzt Pentagon-Dateien gehackt, sondern er hat sie zur Verfügung gestellt bekommen von Whistleblowern innerhalb des Militärapparats. Unter anderem eben von Chelsea Manning, diejenige, die dafür ja auch verurteilt wurde und am Ende dann von Obama begnadigt wurde, aber im Moment wieder in Beugehaft sitzt, weil sie sich weigert, gegen WikiLeaks und Julian Assange auszusagen. Aber weder WikiLeaks noch Julian Assange haben diese Dateien selbst gehackt. Sie haben ja nur eine Plattform zur Verfügung gestellt, wo solche Dateien geschützt veröffentlicht werden können. Das heißt, Aber dass er diese Informationen zur Verfügung stellt, wäre schon strafbar, laut der Anklage der USA. nein, ihm wird konkret vorgeworfen, dass er dann gemeinsam mit Manning versucht hat, ein Passwort zu knacken, also dann der aktive Versuch zu hacken, einen Zugang, um eben die Herkunft der Dateien zu verwischen. Aber man muss sagen, es ist eine klassische Arbeit von Whistleblowern. Und Whistleblower benötigen internationalen Schutz, weil sie eine wichtige Funktion in unserer Gesellschaft haben. Wir haben dasselbe zum Beispiel auch bei Frage der Steuerhinterziehung, weil sie nämlich geschützt Unrecht aufdecken. Und von daher gibt es ja auch international die Diskussion darüber, wie kann man Whistleblower besser schützen, denn wir benötigen sie, um an Dinge und Informationen zu kommen, die wir sonst nicht erhalten würden. Und darüber gibt es ja auch Diskussionen im Europaparlament über eine Richtlinie für den Schutz von Whistleblowern. Und es wird in vielen Parlamenten international diskutiert, den Schutz von Whistleblowern zu erhöhen. Und darunter würde natürlich auch Julian Assange fallen. Momentan befindet er sich in Großbritannien. Darf denn das Königreich ihn überhaupt ausliefern, wenn ihn in den USA eventuell die Todesstrafe erwartet? Das ist eben die große Frage. Großbritannien hat ja beteuert gegenüber der ecuadorianischen Regierung, sie würden nicht ausliefern. Und laut Menschenrechtskonvention ist eine Auslieferung an ein Land, in dem der Person die Todesstrafe droht, auch ausgeschlossen. Und insofern beruft sich natürlich auch Assange hier auf die Menschenrechtscharta und die Menschenrechte innerhalb der Europäischen Union. Und das ist ja auch unsere Forderung, weswegen wir die Bundesregierung auffordern, hier aktiv zu werden. Und Julian Assange aktiv vor einer Auslieferung an die USA zu schützen. Wieso ist denn die USA so erpicht darauf, ihm den Prozess zu machen und dass er ausgeliefert wird? Ich halte das für ein internationales Fanal, das hier gesetzt werden soll, eine Abschreckung für andere Whistleblower. Das haben wir ja auch erlebt bei
Chelsea Manning die Verurteilung und auch die üble Behandlung im Gefängnis, um hier zu zeigen, niemand soll es erneut wagen, die USA international an den Pranger zu stellen. Es ist ja eine extraterritoriale Verfolgung, denn Julian Assange ist kein US-amerikanischer Bürger. Und er war nicht in den USA, er hat dort keinerlei Straftaten begangen, sondern die USA maßen sich an, extraterritorial politisch ihnen unliebsame Journalisten und Whistleblower zu verfolgen. Ich halte das hier auch für eine klassische Form der Abstrafung und der Abschreckungspolitik, und dem muss auch die Europäische Union Grenzen setzen und da auch dagegen vorgehen. Schweden hat ja Assange unter anderem auch angeklagt. Ist der Fall noch aktuell? Oder was war da los? Es gab zwei Anklagen wegen Vergewaltigung, die ja vor etlichen Jahren bereits gestellt wurden. Das war ja übrigens auch der Grund, weswegen Julian Assange sich in die ecuadorianische Botschaft geflüchtet hat. Es ging um die Frage der möglichen Auslieferung wegen dieser Anklagen nach Schweden. Aber seine Intention war nicht, sich dieser Anklagen oder dieses Prozesses zu entziehen, sondern er hatte immer befürchtet, dass Schweden nur eine Zwischenstation sein würde und er dann von Schweden an die USA ausgeliefert würde aufgrund der Arbeit von WikiLeaks. Das wurde lange als Verschwörungstheorie abgetan, aber nun zeigt sich ganz klar, dass Julian Assange recht hatte und dass genau das eingetreten ist, dass er nämlich jetzt ein Auslieferungsersuchen aus den USA vorliegt. Und insofern hat er die Zusammenarbeit mit den schwäbischen Behörden nie verweigert bezüglich dieser Vorwürfe der Vergewaltigung. Es gab ja auch unter anderem ein Verhör von ihm, eine Aussage zu diesem Fall in der ecuadorianischen Botschaft 2016, woraufhin einer der Fälle auch geschlossen wurde. Und insofern ist es auch etwas Ablenkungsmanöver, wenn jetzt Abgeordnete fordern, er soll nach Schweden ausgeliefert werden. Es liegt im Moment kein Auslieferungsersuchen aus Schweden vor. Und zweitens hat sich Julian Assange dieses Gerichtsprozesses auch nie aktiv verweigert. Könnten Sie kurz noch erläutern, was jetzt die ecuadorische Botschaft damit zu tun hat? Was hat er denn da gemacht und wieso ist er jetzt in London? Er ist eben vor 7 Jahren in die Botschaft geflohen, weil seine Auslieferung nach Schweden anstand und er dann befürchtet hatte, in die USA ausgeliefert zu werden. Es gab ja keinerlei Garantien von der schwedischen Regierung, dass er nicht an die USA ausgeliefert würde. Und er hat dann fast 7 Jahre in der Botschaft verbracht, die letzten Jahre nach dem Regierungswechsel in Ecuador, Präsident Moreno, unter sehr erschwerten Bedingungen in der Botschaft. Und ich muss auch in diesem Zusammenhang die üblen Verleumdungen, die es jetzt gibt in der Öffentlichkeit und die Schmutzkampagne, die gegen seine Person hochgezogen wird, muss ich wirklich zurückweisen, denn es waren wirklich teilweise psychologisch und auch real extrem schwierige Bedingungen in der Botschaft, ein sehr feindliches Klima, eine Hausordnung mit fast 40 Regeln, die er nicht brechen durfte und wie sich jetzt herausstellt, mit einer 24-Stunden-Überwachung, Aufzeichnung, Filmen seiner Person. Also das hatte ja sogar die Vereinten Nationen jetzt auf den Plan gerufen. Sie wollten nämlich eine Untersuchung machen, wie die konkreten Lebensbedingungen für Julian Assange in dieser Botschaft sind. Und dem ist die ecuadorianische Regierung jetzt zuvorgekommen, indem sie ihn aus der Botschaft geworfen haben. Man muss dazu sagen, damit hat die ecuadorianische Regierung auch internationales Recht gebrochen, denn Julian Assange ist als politischer Flüchtling von ihnen anerkannt worden. Und das kann ich natürlich nicht einfach zurücknehmen. Die Bedingungen sind immer noch dieselben. Wenn wir vielleicht noch mal kurz zurückkommen auf die Kriegsverbrechen der USA im Irak und in Afghanistan. Diese Informationen, die da herauskommen sind, wurden ja dann auf der Website WikiLeaks da veröffentlicht. Sind dann die Verbrechen der USA in den politischen und öffentlichen Diskurs gekommen? Sind da Prozesse entstanden oder in Aussicht? Das ist eben das große Problem, dass es bisher da niemand zur Verantwortung gezogen wurde. Wir haben eindeutige Videobeweise, Aufnahmen, wie US-amerikanische Flugzeuge und Drohnen unschuldige Zivilisten töten, Journalisten töten, darunter auch 2 Journalisten von der Nachrichtenagentur Reuters. Das alles ist bisher ohne Folgen geblieben. Dasselbe betrifft Afghanistan. Jetzt gab es ja Informationen, dass in Afghanistan keine Ermittlung gegen US-amerikanische Soldaten auf
aufgenommen werden sollen. Das Problem ist, dass die USA ja nicht dem Internationalen Strafgerichtshof beigetreten sind, aus gutem Grund, um ihre Soldaten weltweit da zu schützen. Und insofern ist das Ganze sowieso ein großer internationaler Skandal, dass keinerlei Kriegsverbrechen in den Ländern aufgearbeitet werden, in denen die US-Armee einmarschiert ist, das Land besetzt hat und auch viele unschuldige Menschen ermordet hat. Gleichzeitig wird aber der Überbringer dieser Nachrichten, der dies öffentlich gemacht hat, nun von den USA kriminalisiert und politisch verfolgt. Schon allein diese Tatsache müsste die Europäische Union auf den Plan rufen und sie müssen Julian Assange aktiv verteidigen und schützen.